Statt Waldidylle Akkordarbeit. Der Forst als Wirtschaftsraum. Holz ist ein wertvoller Rohstoff, die Ernte eine gefährliche Arbeit. Wolfgang Grieser ist Holzfällerprofi und Mitarbeiter von Forstunternehmer Thorsten Sattler. Mit Holz verdienen die Männer ihr Geld. In mindestens 5 Revieren arbeiten seine Leute gleichzeitig. Täglich bewegen sie hunderte Tonnen Holz und handeln damit. Sattler bespricht mit Grieser den Tagesplan. Längen und Auswahl der Stämme müssen stimmen, sonst nimmt sie der Kunde nicht ab. Wie sind sie mit Stack? Also die dickeren mache ich nicht, so wie die, die da oben im Hang stehen, ja, weil die einfach zu lang sind. Also sie sind hier ungefähr prozentual die Ausbeute vom PZ auf den Rest? 80% Abschnitt. 80% Abschnitt. Das ist sehr, sehr gut. Sicher, das ist der Rest. Ja. Sie brauchen für einen Papierholzkunden kürzere Hölzer. Papierholz. Das ist jetzt alles eine Qualitätssache. Und so ist auch der Computer programmiert. Der Fahrer der Maschine entscheidet, was er aus dem Holz macht. Hat es die gewissen Ansprüche an diese Qualität. Das hat der Fahrer zu entscheiden, weil das sieht kein Computer. Ist es grobastig? Ist es faul? Ist es sehr krumm? Das ist alles die Sache vom Fahrer. Eine von Sattlers 6 Maschinen ist gestern wenige hundert Meter weiter oben verunglückt. Der Reparaturdienst will wissen, wo er hinkommen soll. Die Fällungen an der Straße sind abgeschlossen. Ihr könnt da durchfahren. Es ist auch kein Rückzug, logischerweise, jetzt am Fahren, weil der ist ja kaputt. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Nee, aufgestellt ist er, aber wir haben jetzt gewartet, bis sie kommt. Die Unfallmaschine steht mitten im Wald. Das finden die Monteure nie. Er muss sie abholen. Nur mal schauen. Was wir so gestern gesehen haben, war eigentlich nur, dass die Scheiben kaputt sind, oder eine, und der Kran. Aber auf größere Schäden soll die Firma Wahlers das begutachten, um dass ich eine Entscheidung treffen kann, was machen wir mit der Maschine. Ob wir die reparieren lassen, um weiterzufahren, oder ob wir eine andere Maschine uns aneignen müssen. Aber eigentlich steht die Investition noch nicht an. Die Maschine würde neu ca. 300.000 Euro kosten. Das ist jetzt die Maschine. Sie sollte mindestens noch 2 Jahre fahren. Zuerst will der Monteur wissen, wie der Unfall passiert ist. Ja, da war noch ein Baum, der ist gegen den Baum. Der war aber komplett auf dem Kopf. Also die Kabine war hier unten. Nach da unten drin? Ja, er war komplett um. Und dann war noch eine zweite Maschine, wir haben den jetzt auch gesichert. Ein Stahlseil soll verhindern, dass das 17 Tonnen schwere Fahrzeug wieder umkippt. Der ist auch gesichert. Auch die Revierförster sorgen sich. Allein 400 Liter Motoröl sind im Fahrzeug. Außerdem haben sie die Straße wegen der Holzarbeiten gesperrt. Also wir verlängern jetzt die Sperrung noch um eine Woche. Ja. Und dann vielen Dank. Also es tut mir leid, also das war von uns nicht gewollt. Ne? Wer macht das absichtlich? Ja. Mit Öl und so weiter schon nichts passiert? Nee, ist Gott sei Dank nichts passiert, nichts ausgelaufen. Okay. Die Feuerwehr war gestern Abend noch mal da, hat geschaut. Ja, genau, die wollte ja noch mal kommen, habe ich gesagt. Die haben alles, aber kein Diesel, kein Tank, nichts. Immerhin, der Motor ist in Ordnung. Und Grieser ist mit seinem Sägefahrzeug von der unteren Arbeitsstelle hochgekommen. Er soll den 17-Tonnen-Koloss aus dem Graben herausziehen. Der Weg ist Silvio. Den können wir auch wieder abmachen und tun Ergo noch mal vorne an der Runge. Der Plan, die Unfallmaschine fährt an und wird von dem zweiten Fahrzeug mit einem Stahlseil stabilisiert und gezogen. Die Fahrer müssen sich genau abstimmen. Ja, das ist jetzt eine knappe Aktion. Es sieht gut aus. Der Chef kann aufatmen. Der sogenannte Rückzug ist wieder draußen. Prima, steht auf dem Weg. Und zum Glück kein Flurschaden. Aber der Kran vom Rückzug ist angeschlagen. Den Zylinder, den kannst du, so wie der aussieht, so verbrochen wie der ist, das siehst du auch selber. Das hier schon die Mutter, ne? Alles
aufgearbeitet ist und da hat mit Sicherheit die Kolbenstange. Also der Kolben hier auch. Teile neu bestellen, einbauen, weiterfahren. Die Reparatur wird um die 10.000 Euro kosten. Je eher das Stück wieder fährt, desto schneller amortisiert sich der Schaden. Autobahnraststätte Heidelberg. Thorsten Sattler kommt gerade aus Rastatt. Dort hat er einen seiner Rückezüge aus einem anderen Waldeinsatz geholt, als Ersatz für den kaputten im Odenwald. Fahrer Christopher Boden übernimmt den Odenwald-Job. Die Raststätter müssen warten. Ich habe heute Morgen gesprochen mit dem Revierleiter in Durmersheim, dass wir diese Maschine abziehen bei ihm und müssen dann am Freitag wiederum andere Maschine von Bad Brückenau nach Rastatt bringen, dass die Arbeiten dort auch weitergehen. Das meiste, was wir zurzeit haben, ist Terminarbeit. Jetzt zum Beispiel mit diesem Unfall bringt das uns schon in Bredouille. Sein Arbeitsgebiet reicht von Südbaden bis Nordhessen. Da ist er viel auf Achse. Ständig muss er die PS-Kolosse in neue Einsatzgebiete umsetzen. Nur wenn die Maschinen laufen, bringen sie Geld. Sein Fuhrpark ist millionenwert. Seine 6 Angestellten, freie Mitarbeiter und die Kredite müssen bezahlt werden. Ankunft im Einsatzgebiet der Unfallmaschine. Du meldest dich beim Wolfgang und rückst ohne weiter die zweite, dritte Querweg. Ja. Den Weg da drüber jetzt erstmal noch nicht rücken. Ja, ich rufe noch. Weiter ohne. Die schnau und du mit dem Absprecher, ach wegen der Straßensperrung. Ja. Ich fahre jetzt direkt weiter. Setz unseren Bagger um von Darmstadt-Eberstadt nach Merzhausen. Über 100.000 Kilometer pro Jahr ist er so unterwegs. Im Wald gibt es eine klare Arbeitsteilung. Wolfgang Grieser fällt die Bäume mit dem Harvester und Christopher Boden transportiert die Stämme mit dem Rückezug aus dem Wald zur Straße, wo sie dann von LKWs abgeholt werden. Alles Akkordarbeit. Je mehr Stämme, desto mehr Geld. Die millimetergenaue Hightech-Maschine fordert vom Fahrer höchste Konzentration. Also habe ich hier die Säge und den Walzenvorschub. Wolfgang Grieser ist seit 12 Jahren Harvesterfahrer. Kann man auch so sehen. Und jetzt müssen wir halt irgendwie mal Krach machen. Von der Stille des Waldes hat er nicht viel. Zum Glück ist seine Kabine schallgedämpft. Und jetzt ist es so, dass wir automatisch fahren. Nachdem das erste Stück Holz geschnitten ist, fährt er immer wieder auf die 4 Meter. Länge und Anzahl der Stämme misst der Bordcomputer. Ich muss genau gucken, wie fällt es, wo fällt es hin, wie stehe ich, dass nichts passiert. Dann muss ich ganz blitzschnell, weil ihr seht ja, wie schnell die kommen, ganz schnell entscheiden, was gibt es für Holz. Und das ist halt alles sehr, sag ich mal, geistige Anspannung. Körperlich finde ich es jetzt nicht so schlimm. Blitzschnell muss er entscheiden, ob der Stamm für Papier oder Möbelholz geeignet ist. In Kröckelbach im Odenwald ist Thorsten Sattler aufgewachsen. Hier sind Wohn- und Firmensitz. Seine Eltern starben früh, er arbeitete im Straßenbau. Mit dem Wald vor der Haustür hatte er als 24-Jähriger dann seinen Traumjob gefunden. Ja, ich habe eigentlich angefangen mit einem Kredit für die Motorsäge und einen Jeep. Da haben mir beide Leute Bäume gefällt im Garten. Und dann habe ich mir wiederum eine Seilwinde gekauft und einen Traktor. Dann peu à peu immer weiter. Immer volles Programmrisiko. Und wie gesagt, habe mit nichts angefangen. Wenn irgendwann wieder nichts wäre, kann man nichts dran ändern. Aber ich habe es probiert. Termin bei einem Stammkunden, nicht weit von seinem Zuhause. Hier ist ein Anwesen noch von ihm. Vom Grafen Erbach. Er hat aber noch ein Schloss unten in Erbach. Der Forst hier ist Privatbesitz, wie etwa die Hälfte des deutschen Waldes. Der 36-Jährige wird schon erwartet.
Der weltgrößte Papierholzhersteller UPM hat beim Fürsten Holz bestellt. Hubertus Kasper hat Sattler engagiert. Seit 4 Generationen dienen die Kaspers dem Fürsten als Förster. Also, den Einsatz, ca. 1000 Festmeter wollen wir schlagen. Ich habe dir eine Karte gemailt, ja, wo du die Bestände schon gezeigt bekommen hast, was eingezeichnet ist. Und wir werden jetzt anfangen im Distrikt Heumatte in der Abteilung 31 und ziehen dann weiter nach Heumatte 25, 9 und 11. 3 Meter, eine Palette 3 Meter für die Rückkehr. Ist nicht ganz so einfach, aber 3 Meter brauchen wir eben beim Papierholz. Das geht nicht anders. Die deutsche Forst- und Holzwirtschaft macht jährlich 1,7 Milliarden Euro Umsatz. Und 1,2 Millionen Menschen sind dort beschäftigt, fast doppelt so viele wie in der Autoindustrie. Ja, dann müssen wir an den Brunnen. Ja, hier in der Abteilung 31 haben wir noch eine Problemzone, eine kleine. Da ist ein alter Brunnen. Ich habe ihn markiert. Ein alter Brunnenschacht, also aufpassen, nicht da drüber fahren. Deshalb habe ich es mal mit Farbe markiert. Nicht, dass du mit der Achse da reinfährst und wir haben dann ein Problem. Das sind alte Brunnen von früher, als noch keine Wasserversorgung war, als Eulbach noch selbst versorgt wurde mit Wasserbrunnen. Aber die wurden dann aufgegeben, weil sie auch wenig ergiebig waren hier. Wie tief geht es in der Runde? Na, ich schätze mal 4 Meter bestimmt. Da muss der Fahrer aufpassen. Der letzte Unfall hat gerade genug Ärger gemacht. Oberförster Kasper zeigt, was abgeholzt werden soll. Ja, alles, was mit roten Ringen versehen ist, wird entnommen. Das wird rausgeschnitten. Die haben wir ausgewählt, um eben den anderen, die noch dastehen, etwas mehr Platz zu schaffen und die Naturverjüngung zu fördern. Ich denke, dass wir mit der Arbeit in ca. 3 Wochen wenn wir beendet werden. Ja. Und dann kommt der Holzeinkäufer von UPM hinzu, der Rosenbauer. Und dann wird das Holz vom Herrn Kasper und Herrn Rosenbauer aufgenommen. 3 Wochen wird Christopher Boden jetzt hier 8 bis 10 Stunden täglich abholzen. Bevor er loslegt, programmieren sie den Computer mit dem Auftrag von Förster Kasper. Dann Birke IL 4 Meter, Zopf 15, Stammfuß 59, plus 10, Zopf 17. Ich lasse dir die Sachen da. Ja, wunderbar. Das ist ja die Revierkarte, ne? Ja, gut. Okay. Also. Gut, dann viel Glück. Danke. Tschö. Gut, Thorsten. Gut. Das war's. Vielen Dank, ne? Ich bedanke mich. Falls irgendwas ist, telefonieren wir. Wir bleiben in Kontakt. Montag, Dienstag kommt der Rücke. So, da bin ich schon mit dabei. Ne? Okay, danke. Mach's gut. Tschüss. Circa 4000 Bäume hat jetzt Christopher Boden zu fällen, während sich sein Chef um neue Aufträge kümmert. Am frühen Abend. Thorsten Sattler und seine Lebensgefährtin Katharina im Garten mit Hündin Maja. Was geht's im Büro? Ja, müssen wir mal gucken. Die Mathelehrerin hilft ihm bei den Büroarbeiten. Ich war gerade dabei, die Folder einzugeben von gestern. Ja. Hat das gut geklappt mit dem Förster? Ja. Das liegt vom Christopher, vom Fox. Warum auf einen Geber? Du kennst die. Ach Gott. Das sind die Computerdaten von der Holzfällmaschine. Wir überspielen immer die Daten dann, dass wir sehen, also ich sehe im Büro, was, wie viele Kubikmeter Holz gearbeitet wurden. Er hat 2804 Bäume gefällt und hat davon 10.121 Stücke verarbeitet aus diesem Baum im Sortiment. Und das hat ergeben 513,70 Festmeter. Es gibt ja verschiedene Arten, wie wir die Holzende durchführen. Einmal die Lohnarbeit, wo wir sagen wir, für Forstämter das Holz aufarbeiten im Lohn und stellen dann nur eine Rechnung. Oder wir machen einen Stockkauf, wo ich rausgehe und kaufe das Holz auf dem Stock, das heißt stehend. Wir ernten das mit unseren Maschinen und dann vermarkten wir das Holz. Hier in einem Waldstück bei Iffezheim geht es wieder um Lohnarbeit für das örtliche Forstamt. Der Förster bespricht mit Sattler und Fahrer Boden den Auftrag.
Wie meinen Sie, mit der Stockfäule oder so? Ja, Stockfäule eher gesund schneiden. Angekündigt hat sich heute auch der Forstmaschinentester Hans-Ulrich Dietz vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik KWF. Wir fangen hier, das ist die erste Gasse. So ist es ja. Oder wie fangen wir an? Hallo Herr Sattler, ich grüße Sie. Ich mache das da, ja. So, danke, dass wir bei Ihnen die Prüfung durchführen können. Fahrer und Unternehmer machen den Test freiwillig mit. Bezahlt werden sie dafür nicht. Aber die Ergebnisse nutzen auch ihnen. Heute geht es um die Fahrerkabine im realen Einsatz. Das ist einmal das Mikrofon, das auf den Fahrersitz gesteckt wird, um eben an Kopfhöhe, an Ohrhöhe eben den Lärm zu messen, die Schallbelastung, denen der Fahrer ausgesetzt ist. Und zum Zweiten habe ich ein Kissen, ein Schwingungsmesskissen dort installiert. Das wird dem Fahrer auf den Fahrersitz gelegt. Und indiskrete Frage, brauche ich Gewicht für die Schwingungsmessung? 98. Okay, danke. Letzte Woche hat er 112 gehabt. Wieder getrunken. Die Kosten dieser KWF-Tests teilen sich die Spezialmaschinenhersteller mit Bund und Ländern. Okay, also losgehen, einfach eine halbe Stunde fahren. Wunderbar, so machen wir es. Ja, prima. Tag und Nacht sind sie im Einsatz. Es ist 17 Uhr. Christopher Boden fährt heute die Nachtschicht. Scheinwerfer leuchten ihm den Weg durch den abgesperrten Wald. Die Einzelteile der Maschine werden vom KWF separat getestet. Bordcomputer, Fahrgestell, Sägekopf sind schon durchgecheckt. Forstunternehmer Sattler kann jetzt nur hoffen, dass auch die Kabine den Test besteht und seine Investition richtig war. Wenn ich jetzt einen neuen Rückzug mir aneignen möchte, würde ich auch darauf achten, wie ist da mit der Schwingung von der Kabine bzw. der Lärmpegel in der Kabine. Weil ich sag mal, wenn der Mann sich wohlfühlt drin, dann kann er auch Leistung bringen. Und sag mal, wenn er drin sitzt wie in einer Schaukel, ist es relativ ungemütlich, bringt er nicht die Leistung. Und die Gesundheit vom Mann ist ja der Vordergrund. Die Ausfälle durch Krankheit oder so können wir uns nicht leisten. Gute Fahrer sind schwer zu kriegen, also kauft man so die Maschinen, dass sie für die Fahrer passen. Christopher Boden hat 7 Jahre Erfahrung mit solchen Fahrzeugen. Trotzdem fährt die Gefahr immer mit. Also es kann immer was passieren, man kann immer Bäume falsch einschätzen. Ich meine, wenn man jetzt 1 Million Bäume macht im Jahr oder was, dass man dann mal einen nicht richtig eingeschätzt hat. Oder wenn man unten guckt und der zeigt woanders hin und die Krone zeigt aber zu mir. Und irgendwann auf die Dauer ist halt die Konzentration dann irgendwo hoch am Ende. Der Fahrer ist soweit gesichert, die Maschine kann sich überschlagen und auf dem Dach stehen und es passiert nichts. Wir haben auch drumherum Panzerglas, weil die Säge so eine Umdrehung hat. Wenn sich da ein Zahn löst, im Endeffekt, das wie ein Geschoss ist. Also in der Maschine ist man relativ sicher. Das muss man wirklich sagen. Trotzdem gab es vor einiger Zeit wieder einen Unfall. Wo war das? Den hat es dort geschossen, ne? Den Sägezahn. Ja, mit dem Kettenschuss da. Ja? Ja. Ja. Das ist ja so ein Sägezahn, so ein Schneidzahn. Also das sind, weiß nicht, 100 Stück. Und da flog so ein Zahn weg durch irgendwie durch einen Stein, was nicht, im Holz. Und da hat es einen von den Leuten Insgesamt ist die Maschinenarbeit sicherer als das Fällen per Hand mit Kettensäge, was bei Hochwald noch nötig ist. Der Förster ist zufrieden. Die Längen stimmen genau und der Flurschaden hält sich in Grenzen. Also ich habe keine Sorge. Zum einen, er bildet ja eine Reisigmatte. Das Material, was er entascht, das Aschmaterial, das legt er ja vor der Maschine ab und fährt dann drüber. Das verteilt den Druck. Dann ist eine 8-Rad-Maschine mit Breitreife. Da ist das Gewicht der Maschine verteilt sich auf diese 8-Reife. Dann kleine Pause für den Fahrer. Die Testzeit ist um. Achso, ja, wir machen das auch, können wir bei der Gelegenheit gleich machen. Wir machen das gleich mal aus. Also mir reicht es vom Messding sowieso. Dann nehmen wir doch das gleich mal raus. Der Messkoffer mit den Daten zu Lärm und Vibration. Schönes Holz, oder? Hans-Ulrich Dietz interessiert das nicht. Ihm geht es nur um die Ergebnisse seines Kabinentests. Lärm ist also in Ordnung, da ist die Belastung nicht so groß, dass heutzutage ein junger Mensch mit seinem MP3-Player stärker belastet als in der Maschine.
Und auch die Vibrationen sind laut Messgerät im grünen Bereich. So, und witzigerweise sind die Werte am Boden direkt in der Maschine geringer als auf dem Sitz. Das liegt einfach daran, weil der Sitz ja natürlich nachfedert. Und von daher haben wir dadurch... Aber Sitz ist auch okay. Aber Sitz ist okay. In allen Richtungen ist also deutlich unter diesem auslösekritischen Wert. Also von daher ist die Maschine in der Hinsicht eigentlich optimal und den Anforderungen, denen wir heute eine moderne Maschine haben, entspricht voll und ganz. Christopher Boden nutzt die Pause und prüft, ob der Bordcomputer den Sägekopf exakt gesteuert hat. Also sozusagen kontrollieren wir jetzt, wie genau ist der Harvester, was haben wir für Abweichungen und für Toleranzen in dem Holz. Und jetzt sagt er mir jetzt gar noch die Länge und er sagt, okay, der ist 3,2 Meter. Jetzt messe ich den und bin genau bei 3,2 Meter. Jetzt sage ich, okay, das passt, tue ich bestätigen und er hat das. Das muss genau sein, das muss auf den Millimeter passen, weil da geht es um Geld. Für das Sägewerk wie auch für uns. Die Länge tue ich eigentlich jeden Tag zweimal kontrollieren. Und dann hat er das QS. Fahrer Christopher Boden ist ein gewissenhafter Profi. Zugwettkämpfe, wenn sind da die nächsten? Wissen Sie das? Doch, nächstes Jahr Ligner, oder? Hannover Ligner. Meisterschaften der Rückezugfahrer. Da ist er letztes Jahr auch schon angetreten. Habe ich einen vierten Platz gemacht in Europa. Habe mich aber bloß durch Spaß halber mit meinem Chef. Also haben gesagt, hier so rumgealbert, da machen wir mit. Und so hingegangen, habe gedacht, wir gucken mal, was geht. Und dann vierten Platz, das war eigentlich schon okay. War ein guter Platz, weil halt auch finnische Fahrer da waren, wo dann wirklich gezielt wegen dem Wettkampf runterkommen und das schon jahrelang betreiben. Und wir eigentlich nicht so das professionell gemacht haben, bloß so spaßeshalber. Und dadurch war das ein großes Ereignis. Und Chef Thorsten war richtig stolz. Das komplette Team war dabei, hat ihn unterstützt. Er war super. Christoph hat auch nur einen ausgegeben, war sehr schön. Und dann wird's wieder ernst. Für Christopher Boden ist es noch eine lange Nacht. Der Holzfäller und seine Hightech-Maschine wollen bis morgen früh noch 400 bis 500 Bäume fällen. Ja, er wird noch ein paar Stunden machen jetzt. Und Tester Dietz wird seine Ergebnisse auswerten und für die Fachwelt veröffentlichen. Wintereinbruch im Odenwald. Waldarbeit ist wetterabhängig. Frost und Dauerregen erschweren das Fahren im Gelände. Da fährt Thorsten Sattler auch mal wieder selber. Thorsten, der Schnee hat dich überrascht? Ja, der hat uns schon überrascht. Insofern, gut, wir haben Dezember, aber da ist es noch. Früher war es üblich, dass im Dezember Schnee ist, aber die letzten Jahre war es eigentlich so, dass es im Januar, Ende Januar, Anfang Februar war. Und das ist ein bisschen ein Problem damit, dass der Frost vorher nicht kam. Erst der Schnee und jetzt der Frost. Das heißt, dass die Schneedecke die Erde isoliert. Dann ist unten drunter alles weich und es ist schwieriger voranzukommen. Der Abgabetermin für das Holz aus dem Fürstenwald bei Erbach rückt näher. Und die Stämme müssen sie noch stapeln. Müssen alle Leute von uns auch ein paar Überstunden machen. Weil nächste Woche ist Holzabnahme, das ist jetzt die letzte Abteilung hier im Revier Eulbach. Und am Montag, Dienstag kommt der Holzankäufer und dann muss das Holz draußen sitzen, damit wir das noch vermarkten können. Seinen guten Kunden, Oberförster Kasper, darf er nicht vergraulen. 3 Wochen hatten sie Zeit, trotzdem ist es knapp geworden. Auch in der Holzbranche herrscht Termindruck. Fertig, Feierabend. Nicht ganz. Er hat gleich sein Fahrertreffen. Vorher noch mal Luft holen. Ist doch schön. Hat man seine Ruhe. Sieht's wild ab und zu mal. Aber nein, ist schön im Wald. Sonst, sag mal, wer geht gerne auf die Arbeit und es wird ihn, auf Deutsch gesagt, ankotzen. So jeder, das. Wir sind gerne, auch die Fahrer sind gerne im Wald. Sonst wird's ja keiner machen. Einmal im Monat ist das Fahrertreffen beim Chef im Gartenhaus. Momentan hat er 6 feste Mitarbeiter und einige freie. Sonst immer alleine im Wald unterwegs, können sie sich hier mal zusammen aussprechen. Alles Einzelkämpfer auf ihren PS-Kolossen. Wenn ich jetzt lange zu Hause bin, dann gucke ich dann schon immer im Internet oder was, wegen einer anderen Maschine oder anderen Harvester, wo man dann guckt, was machen die anderen oder so. Also man braucht das Geräusch von der Säge. Kannst du da ausmachen? Ist ja eine große Maschine zu fahren, das macht schon Spaß, da sitzt man oben drin. Und dann auch halt die Beben umzumachen auf jeden Fall, ne? Wenn dann ein großer Baum umfällt, das macht schon schön. Macht schon Spaß doch.
Reparaturen, Koordination der Aufträge, Wetterprobleme werden besprochen. Es ist ja jeder verstreut. Und wir sehen uns nicht jeden Tag. Das ist ja nicht so, sag ich mal, wie in einer Firma, eine Schreinerei oder was nicht, wo morgens die Leute kommen und abends wieder gehen. Sondern die fahren ja von daheim aus auf die Arbeitsstelle in den Wald. Dadurch machen wir immer ab und zu eine Fahrerbesprechung, wo wir über alle Sachen da reden. Müssen wir am Fuchs Ölwechsel oder sowas machen? Oder Ölwechsel müssen wir machen, ja. Der fährt der am Lombekasten vorne, ne? Lange tagen können sie heute nicht. Morgen ist Abnahme im Fürstenwald. Thorsten Sattler hat Uwe Rosenbauer abgeholt, der das Holz vom Fürsten kaufen will. Von Rosenbauer hat er viel gelernt. Er ist eine Art Ziehvater des jungen Forstunternehmers. Wir fahren jetzt zum Herrn Kasper im Revier Eulbach und nehmen dort das Holz auf, wo wir die letzte Woche Freitag mit den Rückarbeiten beendet haben. Der Schnee ist weg, das macht die Kontrolle leichter. Förster Kasper ist schon da. Wollen wir hier am PZ anfangen, ne? Oben, am PZ-Polder, ja. Vorbereitungen. Jo, legen wir los. Für den Förster hat Thorsten Sattler das Holz geerntet und er verkauft es jetzt an seine Kunden von der Papierholzfabrik. Jetzt ist die Aufgabe, einmal die Qualität zu prüfen, optisch, von den Stirnseiten, einmal vorne, einmal hinten. Dann werde ich auch einmal übers Polder drüber laufen und gucken, es gibt verschiedene Qualitäten, B, C und D. Dann werden wir die Stück zählen, aufnehmen, mit Koordinaten versehen und für den Abtransport dann vorbereiten. Thorsten markiert die gezählten Stämme und hofft, dass alles passt. Hier geht es jetzt darum, ob meine Maschinen und die Fahrer das Holz richtig in die Sortimente geschnitten haben. Hubertus! Glaubt man nicht. Ich habe jetzt 289 Stück, vielleicht noch dazu, aber wir haben hier noch ungefähr 6 Unterlagen. Ne? Alles klar. Wo ist denn die schwarze Mappe? Buchhaltung mitten im Wald. Ordnung muss sein. 289 plus 6 sind 295. Die Polter ist vollständig. Jetzt muss nur noch die Stammlänge stimmen. Also 5,10 Meter Zolllänge passt haargenau. Also insofern hat die Maschine ganz... Mach noch mal zur Kontrolle noch mal eins weiter oben. Also das Maß passt, ist in Ordnung, gut. Es sollte passen, weil sonst würde Herr Rosenbauer etwas unfreundlich werden, wenn die Länge nicht stimmt. Denn er kauft 5,10 Meter und dann muss es eben von der Verarbeitungslänge her auch 5,10 Meter sein und nicht nur 94 oder sowas. Also, wobei der Thorsten überprüft seine Längenmessung an der Maschine immer wieder. Also die wird immer wieder kalibriert. Insofern müsste das passen. Aber Kontrolle ist immer besser. Thorstens Hightech-Holzfäller haben wieder einen guten Job gemacht. Alle Holzstapel sind so, wie es der Bordcomputer der Maschine berechnet hat. Holz ist ein wertvoller Rohstoff. Da zählt jeder Stamm. Wir sagen 1000 Festmeter. Ich würde mal sagen 50.000 Euro. In etwa geschätzt. Was der Einsatz jetzt dem Waldbesitzer bringt, davon gehen die Aufarbeitungskosten und die Rückekosten ab. Aber das ist erstmal das, was der Forstbetrieb einnimmt. Und dann Nord ist 49, ja. 38. Am Schluss noch Positionsangaben, wo das Holz liegt für die Holztransporter. Dann kehrt wieder Ruhe ein im Wald und der junge Forstunternehmer fährt zum nächsten Auftrag.